Werden physische Spiele komplett in der Zukunft verschwinden? Das ist eine Frage, die Leute wie mich, Leute, die gerne physische Spiele besitzen, die gerne auch physische Spiele benutzen, um sie eben zu spielen, ständig beschäftigen. Das ist eine Frage, die wir uns kollektiv schon seit mindestens jetzt 2 Konsolengenerationen stellen, wo eben auch schon seit mindestens 2 Konsolengenerationen herbeigesagt wird und dann so, ja, das wird jetzt die letzte Generation, in der wir noch physische Medien benutzen. Beim nächsten Mal, da gibt es dann nur noch rein digitale Spiele. Und was mich an dieser Diskussion meistens immer so ein bisschen stört, ist jetzt nicht wirklich, dass manche Leute das eine lieber oder das andere lieber haben. Wenn ihr lieber rein digitale Spiele spielen wollt, dann ist mir das vollkommen egal. Das ist allein euer Bier. Da versuche ich auch jetzt gar nicht irgendwie großartig Leute von zu überzeugen, auch wenn ich natürlich der Ansicht bin, dass physische Spiele und eben physische Medien allgemein einen viel größeren Wert haben und uns eben auch eine viel größere Kontrolle auch dann in Zukunft über diese Produkte dann geben werden. Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wirklich nur die Frage, ob es in Zukunft überhaupt noch Spiele physischer Art dann geben wird. Und die Sache ist, dass diese Frage bzw. dieser Zustand nicht wirklich von uns beantwortet werden kann oder beziehungsweise nicht wirklich von uns beeinflusst werden kann. Nicht auf jeden Fall direkt. Kollektiv auf einer gewissen Art und Weise schon, aber selbst dann nicht wirklich. Denn die einzige Möglichkeit, dass physische Medien in Zukunft verschwinden, das liegt dann nicht daran, wie das Käuferverhalten sich jetzt schlussendlich wirklich ändert, yada, 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 yada. Nein, es liegt allein daran, was die Hersteller entscheiden. Denn wenn sich jetzt in einer Generation alle Konsolenhersteller zeitgleich dazu entscheiden, ja, wir verzichten jetzt auf physische Medien, nur dann kann es passieren. Weil die Sache ist, wenn es keine physischen Medien von heute auf morgen mehr gibt oder beziehungsweise eben in dieser einen Konsolengeneration, was wollen wir dann machen? So, da gibt es dann keinen Markt mehr für. Ja, es könnte dann vielleicht passieren, dass dementsprechend irgendwelche Verkäufe einbrechen und man dann wieder zurückrudert. Aber im Endeffekt liegt es allein daran. Das heißt, die einzigen Leute, die wirklich entscheiden, ob es in Zukunft noch physische Spiele gibt, ja oder nein, das sind nur die Hersteller an sich. Es wird auf jeden Fall, auch wenn sich jetzt irgendwie Sony, Microsoft und Nintendo, ich glaube bei Nintendo ist es noch so am unwahrscheinlichsten, aber sagen wir einfach mal, Microsoft und Sony entscheiden sich quasi gemeinsam, so jetzt die nächste Konsolengeneration, wir bringen eine rein digitale Konsole raus, wir geben euch keine Möglichkeit für irgendein zusätzliches Laufwerk, was ihr irgendwie anschließen könnt. Die einzige Möglichkeit, jetzt eben physische Spiele oder beziehungsweise Spiele zu spielen, ist es jetzt nur noch in diese rein digitale Schiene zu fahren. Dann wird es immer noch irgendwelche anderen Leute geben, die dann sagen, yo, wir machen jetzt irgendwie eine Alternativ-Retro-Konsole von irgendwelchen Sachen, auf denen könnt ihr dann weiterhin gewisse Sachen spielen. Oder wir bringen nochmal als irgendwie eine Collection diese Spiele in einer gewissen physischen Form heraus. So, das, was ja heutzutage teilweise eben schon passiert mit gewissen Retro-Projekten oder solchen Produkten, die nochmal sagen, hey, hier, wir haben jetzt irgendwie eine Handheld-Konsole oder irgendein anderes Gerät und dafür bringen wir noch einmal kleine Module raus, auf denen ihr dann Sachen irgendwie erleben könnt. So, die wird es in irgendeiner Form komplett immer geben, ganz egal, was sich Konsolenhersteller irgendwie ausdenken. Aber wenn jetzt eben auf einer PlayStation 6 oder 7 oder auf einer Xbox, keine Ahnung, was für einen dummen Namen Microsoft sich wieder ausdenken wird, dann eben kein physisches Medium zugelassen wird, dann kannst du noch so jammern und sonst was machen, was du irgendwie möchtest, dann wird dementsprechend nichts passieren. Weil das, was ich nämlich immer so ein bisschen frustrierend finde dabei, wird dann gesagt, also ja, wir bewegen uns darauf hinzu, weil auch die Verkäufe, man sieht ja so, wie sich das bewegt. Und die Sache ist, dass diese Verkäufe immer total falsch dargestellt werden. So, dann hast du, die Sache ist, dass wir nicht wirklich zu 100% irgendwelche Daten darüber in den meisten Fällen sowieso haben. Und wenn, dann sind es irgendwelche Studien, bei denen dann der komplette digitale Markt mit reinbezogen wurde. So, dann wird noch der PC-Markt hinzugezogen, auf dem sowieso fast nur digitale Spiele verkauft werden. Dann wird noch der Mobile-Markt hinzugezogen, auf dem sowieso 100% der Sachen nur digital sind. Und selbst wenn es rein um die Konsolenverkäufe geht, dann werden teilweise auch alle Sachen mit hinzugezogen. Also dann sieht man noch irgendwelche Live-Service und sonstigen Dinge, ne, irgendwelche Microtransactions. Und wenn die rausgezogen werden und es geht nur um die Vollpreisspiele, selbst dann werden Titel hinzugezogen, die es nur digital gibt. So, die meisten Spiele gibt es ja nur in einer digitalen Form, so basierend darauf, wie unfassbar viele mittlerweile existieren. Wir haben tatsächlich eine größere physische Auswahl momentan,
momentan als jemals zuvor, weil eben so viel mehr kleinere Entwickler und sonstige Distributoren herangewachsen sind und ihre Spiele eben veröffentlichen. Aber gemessen natürlich an dem Gesamtmarkt, was rausgeballert wird und wie einfach es mittlerweile für die Leute geworden, oder relativ einfach geworden ist für die Leute, ihre Spiele eben auch auf der Switch, auf der PlayStation, auf der Xbox zu veröffentlichen. Die meisten Sachen sind eben rein digital. Also auch das zieht die Zahlen, ne, verzerrt einfach immer so ein bisschen die Zahlen. Das heißt, wir müssten uns eigentlich rein nur Spiele ansehen, die es auch in physischer Form gibt. Und dann müssten sich explizit davon eben die digitalen und die physischen Verkäufe angeschaut werden. Und selbst dann ist es nicht zu 100% irgendwie möglich, den kompletten Markt abzudenken, weil natürlich bei physischen Versionen meistens bei den Spielen, die wenigsten werden noch über die ganzen Jahre hinweg produziert und eben immer die ganzen Läden befüllt. Das betrifft eigentlich nur wirklich die erfolgreichsten Spiele überhaupt. Die meisten, bei denen endet dann irgendwann dieser Print-Run und das heißt, die leben dann für die nächste Zukunft weiterhin auf den digitalen Plattformen, weil man kann sie dann in physischer Form natürlich weiterhin kaufen, aber eben in Form des Gebrauchtmarktes. Und der kann natürlich überhaupt nicht abgedeckt werden. So, niemand hat irgendwie die Zahlen über die eBay-Verkäufe, über die Rebuy-Verkäufe, die Retroplays-Verkäufe, die Kleinanzeigen-Verkäufe, die Sachen, die auf dem Flohmarkt verkauft werden, die einfach so von Freunden hin und her irgendwie getauscht werden. Das ist natürlich auch nochmal an sich Teil des physischen Marktes, der existiert, der natürlich jetzt nicht in den Taschen der ganzen Entwickler oder beziehungsweise der Publisher landet, aber es gehört trotzdem zu dem physischen Markt und der Anzahl an Verkäufen, die tatsächlich stattfinden und wie viele Personen tatsächlich daran interessiert sind. Währenddessen kann natürlich durch die digitalen Verkäufe und weil es dann nach und nach eben immer weiter irgendwelche Sales gibt, natürlich können dann da die Verkäufe von den Spielen weiterhin wachsen. So, um überhaupt einen tatsächlich hundertprozentigen Einblick eben in die ganze Industrie zu bekommen, müsste man das schon so weit reduzieren. Und wie gesagt, selbst dann ist es nicht wirklich möglich. Und wenn wir dann heutzutage von irgendwelchen Sachen was hören, dann ist es oftmals auch noch so, dass wir in gewissen Territorien, die Unterschiede sind auch nochmal da. Das heißt, du hast manche Territorien, da sind dann die digitalen Verkäufe generell ein bisschen stärker. Und dann hast du Territorien, da sind physische Verkäufe noch relativ stark. Hier in Deutschland zum Beispiel. Hier in Deutschland haben wir einen im Vergleich zur restlichen Welt immer noch sehr starken Retail-Markt. Ne? Markt im Einzelhandel, der ist immer noch relativ groß. In Japan sieht es genauso aus. Auch da hast du immer noch einen sehr starken physischen Handel und einen physischen Markt. Und es ist schwer abzusehen, wie sich das dann komplett verändern wird. Und selbst wenn wir uns dann diesen Wandel in den Prozenten ansehen und dann eben sehen, oh ja, digital ist jetzt, ne, wir betrachten uns jetzt rein nur die Spiele, die auch digital und physisch angeboten werden und jetzt nur innerhalb des ersten Monats, wo natürlich sowieso die meisten Verkäufe, also für die meisten Spiele die meisten Verkäufe stattfinden, dann könnte man das zumindest so in etwa irgendwie vergleichen. Selbst da ist es natürlich dann so, wenn es jetzt 50-50 ist oder sagen wir einfach nur mal, es geht wirklich stark in die Richtung und es ist 70% digital und 30% physisch. 30% ist immer noch ein immenser Teil der Verkäufe, vor allem wenn man sich eben in Erinnerung ruft, wie stark die Verkäufe von Videospielen angestiegen sind. Das heißt, wenn wir irgendwie auf 2003, 4 oder 5 zurückblicken, wo eben alles rein physisch war, alle Spiele mussten, also ich meine, PC hatte eben ja schon angefangen, in dem Fall dann mit Steam, aber im Konsolenmarkt war eben alles rein physischer Natur, die Spiele konnten nur so verkauft werden. Der Videospielmarkt und die Verkäufe sind mittlerweile so hoch angestiegen, dass selbst bei vielen Fällen dann diese 30%, 40%, 50% physischer Anteil über dem Gesamt 100% Markt liegt, den es eben damals gab auf den Konsolen. Ne? Wenn wir 20 Jahre zurückblicken, ein Spiel, was 2, 3, 4, 500.000 verkaufte Einheiten erzielt hat, selbst im AAA-Bereich, das galt dann schon als einen Erfolg. So, über 1 Million Einheiten zu verkaufen, das war der absolute, gigantische Megaseller. Und heutzutage gehst du eben schon davon aus, dass wenn du so ein großes AAA-Spiel oder so produzierst, dann muss das ja mindestens irgendwie 5 Millionen Einheiten verkaufen innerhalb der ersten 1-2 Monate. Ansonsten gilt das ja irgendwie schon als Flop. Also das heißt, selbst dann von, sag jetzt mal, bei so einem Spiel, das verkauft dann seine 5 Millionen Einheiten in dem ersten Monat und selbst dann sind es nur 20% rein physischer Form, dann sind das immer noch 1 Million verkaufte Einheiten in dem Zeitraum. Will man diesen Anteil wirklich liegen lassen? Will man diesen Anteil wirklich jetzt nicht mehr irgendwie haben? Glaubt man wirklich, dass diese Leute dann alle konvertieren oder beziehungsweise in so einem Maß konvertieren, dass es dann den Verlust irgendwie wieder ausgleicht? So, will man dann wirklich eben auch die ganzen
Retailer anpissen, die dann nur noch irgendwelche digitalen Codes verkaufen können von den Spielen, bei denen sie kaum irgendeine Marge machen. Die Konsolen selber erzielen kaum Gewinn, auch bei denen auch im Einzelhandel. So, ich weiß nicht, wo aktuell die Zahlen liegen, aber zumindest 2008, als wir Xbox 360, PS3 beim GameStop verkauft haben, wir haben an der Konsole nichts verdient. Das war, die Konsolen haben wir nur verkauft, damit wir dann an die Leute eben auch weiter die Spiele verkaufen konnten. So das Größte, ich meine, das wird es dann auch immer noch geben, das ist der Markt für die ganzen Accessories, also für irgendwelche Controller oder sonstiger Quatsch. Da ist wirklich die größten Margen zu holen. Ich weiß auch nicht, wie es momentan bei aktuellen Controllern aussieht. Bei den Preisen, die Dinge kosten, würde mich das auf jeden Fall nicht wundern. Aber die größten Einnahmen wurden dann eben bei dem Verkauf von Spielen und dem Zubehör erzielt. So eine PlayStation 3, ich glaube, was war das damals irgendwie, da haben wir 2-3 Euro dran verdient an dem Verkauf einer Konsole. Und wenn das jetzt danach nur noch irgendwelche reinen digitalen Codes dann verkauft werden können, so wo ist denn da dann großartig noch die Marge dafür für den Einzelhandel oder selbst halt größere Retailer, Online-Seiten wie Amazon oder so? Wo ist da der Reiz, das dann großartig irgendwie noch zu promoten, wenn sie vorher an diesen physischen Sachen eben wesentlich mehr erzielt haben an Gewinn? Also auch da ist noch eine Gefahr, auf jeden Fall zu gucken, wie man das Ganze von der Distributionsseite eben dann handhabt, wenn die eben auch nicht gewillt sind, die ganzen Sachen dann irgendwie zu führen. Allein um so viele Konsolen überhaupt in schnellster Zeit an die ganze Kundschaft zu bringen, brauchst du eine große Distributionskette. Du brauchst eben auch den kompletten Einzelhandel, um diese Sachen dann eben verkaufen zu können, gerade im Weihnachtsgeschäft. Und im Weihnachtsgeschäft sowieso etwas, wo der Einzelhandel wesentlich stärker ist als jetzt irgendwie eine reine digitale Form oder so. Also auch da dieses selbst für die Spielindustrie immer noch mit die wichtigste Zeit. Auch da will man sich ja diese ganzen Einnahmen irgendwie nicht entgehen lassen. So klar, für jeden Hersteller wäre es theoretisch besser, wenn sie die Zahlen 1:1 übertragen könnten vom Einzelhandel irgendwie auf die ganzen digitalen Verkäufe. Aber damit kann man nicht wirklich rechnen. Und warum sollte man sich dann diesen Weg wirklich entgehen lassen? Warum sollte man sich diesen Teil der Einnahmen dann wirklich zu 100% irgendwie entgehen lassen? So, natürlich würde das jetzt auch niemals irgendein Hersteller öffentlich sagen. Für die ist es natürlich auch besser, wenn dieses Narrativ bestehen bleibt, dass dann also, ja, digitale Zukunft ist unausweichlich, da müssen wir uns alle mit abfinden, da wird es auf jeden Fall drauf zugehen. Ja, ja, digital sowieso besser, wesentlich geiler. Natürlich wollen die das. Natürlich wollen die das, dass sich das dann in der Bevölkerung beziehungsweise den Konsumenten dann eben so weit wandelt, dass dann 90-95% der Leute damit eben vollkommen fein sind, so dass sie dann eben diesen Wandel dann starten können. Das Ganze, was Microsoft ja damals mit der Xbox One zum Start irgendwie versuchte, vollkommen auf die Fresse gefallen ist und deswegen ich auch aus meiner Perspektive nicht glaube, dass da nochmal ein ernsthafter Versuch gestartet wird, außer Microsoft und Sony sprechen sich im Vorfeld wirklich ab und selbst dann ist basierend darauf, dass natürlich jetzt Abwärtskompatibilität ein größeres Thema geworden ist, auch nochmal die Sorge. Ich hatte das ja in dem Xbox League Video schon besprochen, aber gerade bei Microsoft, die sich eben jetzt auch sehr viel guten Willen mit dem Abwärtskompatibilitätsprogramm ihrer Konsolen aufgebaut haben und die Tatsache, dass sich eben viele meiner originalen Xbox-Spiele, sehr viele meiner originalen Xbox 360-Spiele, alle physisch in die Konsole legen kann und kann sie weiterhin spielen. Natürlich, die werden dann in dem Fall Xbox und 360 werden eben runtergeladen, emuliert, aber ich kann trotzdem meine Disc eben benutzen und muss es nicht nochmal zusätzlich im Store irgendwie kaufen. Und das gleiche gilt natürlich auch für meine Xbox One-Sammlung, bei der PS5 im Fall der PlayStation 4 natürlich genauso. Und wenn auch da jetzt in der PlayStation 6 wir von ausgehen sollten, dass das Ganze noch einmal mitgezogen wird, dass man auf einer PlayStation 6 eben nicht nur PS5, sondern eben auch weiterhin PS4-Spiele spielen kann. Du willst doch nicht die ganzen Leute anpissen, die sich dann in irgendeiner Form eine Sammlung aufgebaut haben. Und es müssen ja nicht mal die Leute sein, die, so wie ich, dann Dutzende, Hunderte Spiele für die Konsolen irgendwie besitzen, sondern selbst wenn es einfach nur 10 oder 15 davon sind und du die weiterhin nutzen möchtest, und dann kaufst du die neue Konsole und es ist so, what the fuck, wo wird das, wie kann ich das jetzt spielen? Deswegen glaube ich auch eher, dass sie, wenn, versuchen werden, eben mit diesen zusätzlichen Laufwerken zu arbeiten, dass es dann eine Grundkonsole gibt, die rein digital ist und dann kann dann eben ein zusätzliches Laufwerk dafür gekauft werden. Das ist noch so, ne, dass man auch da versucht, wahrscheinlich im Einzelhandel so die Hoffnung dann da ist, dass sehr viele Leute einfach sagen im ersten Moment, ah, ja, dieses Laufwerk, das ist doch ein bisschen zu teuer, ich kann auch ohne, oder sie vergessen es oder sie übersehen es einfach und sind dann gefühlt, obwohl sie noch diese Option haben, gefühlt eben in diesen digitalen, ja, Walled Garden dann in dem Fall gefangen und so das Ganze versucht wird, weiter zu treiben. Aber ja, das ist, weil, wenn man die Frage versucht zu beantworten, wird es in Zukunft
Zukunft physische Spiele geben. Basierend auf der Nachfrage wird das niemals auf irgendeinen Nullpunkt zurückführen. Du wirst immer einen signifikanten Teil an Leuten haben, die physische Sachen wertschätzen, die lieber etwas physisch haben wollen, gerade in bestimmten Regionen. Du kannst den Deutschen ja nicht einmal ihr Bargeld wegnehmen, als ob du denen jetzt irgendwie physische Spiele wegnehmen könntest. Oder werden die auch auf die Barrikaden gehen. Aber es kommt eben darauf an, was die Hersteller machen und vor allem, wenn sich mehrere dazu entscheiden sollten. Wenn nur einer es versucht, dann wird es den Backlash geben und die Konkurrenz kann es für sich eben nutzen und sagen, hey, wir haben noch physische Medien, ihr könnt euch Spiele ausleihen, ihr könnt eure Spiele verkaufen, ihr besitzt die wirklich zu 100% und ihr könnt eben auch eure alten Spiele, die ihr physisch habt, noch auf unserer neuen Konsole benutzen. Falls aber alle gleichzeitig und so ein bisschen kartellmäßig sich dann dazu entscheiden, ja, wir lassen das jetzt einfach diese Generation und du hast keine Alternative mehr, du hast nicht den Konkurrenten, zu dem du hingehen kannst, um diese ganzen Sachen dann eben physisch zu spielen, dann wird es auf jeden Fall schwer, das Ganze vielleicht nochmal umzukippen. Aber ja, das ist so die Frage, ob es physische Medien in Zukunft geben wird, liegt weniger an dem Verhalten der Konsumenten und mehr an dem Verhalten der Hersteller, die das Ganze dann eben an sich bestimmen, weil sie stellen die Produkte her, nicht wir. Wir können sie in dem Fall einfach nur kaufen und dementsprechend liegt das Ganze in deren Macht. Natürlich basierend immer darauf, wie sich dann die Kundschaft verhält oder was man dann eben befürchtet von der Kundschaft. Aber wenn eben alle zeitgleich sagen, wir ändern das jetzt, was willst du dann irgendwie noch machen, ne? Wenn du dann die, man muss sich ja nur die Historie von bestimmten Produkten ansehen. Ich habe das jetzt gerade im Moment einfach nur im Kopf, weil ich wieder aktuell sehr viele Beiträge gesehen habe, die es eben als Beispiel nennen. Aber wo eben tatsächlich ein Kartell im Fall von Glühbirnen gegründet wurde, um dann eben zu sagen, yo, wir machen jetzt einfach alle nur Glühbirnen, die maximal, ich glaube, das, was wir mal versucht hatten, waren irgendwie so 1000 Stunden eben halten. Weil klar, wenn es dann keinen Konkurrenten gibt, der irgendwie ein besseres Produkt macht, der ein Produkt macht, der das Ganze irgendwie länger hält, dann kannst du eben auch den ganzen Markt bestimmen und die Kundschaft. Aber es müssen eben alle gleichzeitig mitziehen und solange das in der Videospielindustrie nicht passieren wird, wie es zum Beispiel ne, auf dem PC-Markt konntest du halt nicht wirklich viel. Das ist ein komplett anderer Markt und eine komplett andere Situation sowieso mittlerweile. Das wäre vielleicht noch mein eigenes Thema. Aber im Konsolenbereich müssten schon alle gleichzeitig mitziehen. Und das ist so der eigentliche Knackpunkt, über den ich hier nochmal ein bisschen reden wollte. Aber ja, das soll es gewesen sein. Ich glaube, auch ein Thema, was in Zukunft nochmal irgendwie aufkommen wird. Wenn ihr gerade an solchen Sachen interessiert seid, dann lohnt es sich definitiv, den Katalog meiner Videos einmal auf diesem Kanal zu betrachten. Falls ihr solche Sachen öfter auch in Zukunft dann hören wollt, gerne das Ganze hier abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne eure ganzen Meinungen dazu in den Kommentaren da. Und bis zum nächsten Mal.